So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 The Lost and Damned. Wir haben in der letzten Mission ordentlich Action gehabt, haben ein bisschen Heroin geklaut, weil Billy ein Arschloch ist und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt keine Billy-Mission mehr. Wir haben dort eine J-Mission irgendwie da hinten. Keine Ahnung, wer das sein kann. Ich glaube Jim oder Jimmy oder was auch immer. Irgendeiner von unseren Gangkollegen. Ja, mit dem Auto bin ich dann noch nach Hause gefahren. Gestern. Bei der letzten Mission meine ich. Und ja, das sieht ziemlich abgefuckt aus, das Auto. Weil die Fahrphysik echt ein riesiger Unterschied ist zu GTA San Andreas. Und das ist gar nicht so einfach, ne? Ah, oh, das ist Wahnsinn. Es ist eigentlich ein schönes Auto. Da wäre es wert, ordentlich zu fahren, aber scheiß drauf, ich kann es einfach nicht. So. Liberty City Choppers. Was gibt es denn Schönes? Hey, Johnny Boy. You know the deal? It ain't one load of bullshit, it's a goddamn another. Tell me about it. Coming close to really losing my shit here. Well, you ain't gonna like what I'm about to do in the next few hours. What? We gotta go steal some bikes from the Angels of Death. Ain't we a little too old for stealing bikes and clubhouse flags and crap like that? It don't help nothing. Yeah, I hear you, man, but these bikes are the real deal. Now I got a guy who pays me for them, and then he ships them over to Japan. Apparently they're gonna go crazy for these bikes in particular. Now business is business. And the Angels, they're the Angels. So do it for the memories. Okay, it's been a little while since you and me have been on a prank like this together, hasn't it? Too right, brother, too right. Who knows? Might be fun. Okay, diesmal geht's wenigstens nicht um irgendwelchen Billy-Bullshit, sondern um Geld. Also wir wollen hier Geld verdienen. Das ergibt doch schon viel mehr Sinn. Oh, sorry. Er braucht gar nicht hupen, du Idiot. Ey, Mann, wieso ist das so schnell? Ich komm nicht hinterher, wir machen jetzt mal das fucking Radio aus. Ich weiß ja jetzt endlich, wie das geht, dank euch. Sehr schön, ja. Not really. At least not since Billy got back. Shit's been too crazy. Should call them, man. They're still cool. Their heads are probably in the same kind of place as yours. Kommst du schon noch hinterher, mein schwarzer Freund? Ich hoffe es. Er hat auf jeden Fall schöne Felgen, der Jim hier hinter uns. Schön rot angemalt. Gefällt mir. Gefällt mir. So, wir sind auch schon da. Allem Anschein nach, ja. Wir sind da. Dann lass uns mal ein paar Sachen klauen. Ah, wir nehmen den Laster. Okay, ich verstehe. Oder? Kommst du noch? Oder was ist los? Ja, dann beeil dich doch mal. Ich kratze mich ja gar nicht am Arsch, du Vollidiot. Ey. Warum muss ich denn fahren? Ach, scheiß drauf. Ah, oh, der Laster wird's überleben. Hoffen wir mal. Der sieht sehr stabil aus. Fahr zum Diner. Okay. Ah, wir beklauen sie also, während sie im Diner sitzen. Und wir klauen dann also die Motorräder direkt vom Parkplatz. Johnny, I take your point. I'd have to think long and hard on it, okay? I think long and hard about what I'm gonna order at Burger Shot as well. Wow. Tiefschürfende Gespräche sind das hier. Okay, was sollen wir machen? Wie funktioniert das? Okay, ich soll die ganzen Bikes auf die Ladefläche schaffen. Ja, kein Problem. Parke das Motorrad auf der Ladefläche des Trucks, dachte ich mir schon. Na, ah, und sie schießen schon wieder. Oh, Mann.
Wo schießt? Seit, bist du ein Gegner? Nee, du gehörst zu mir, oder? Hä? Hä? Bist, wer ist Gegner? Das sind keine roten Markierungen auf dem Radar. Scheiß drauf, ich nehme einfach mal das Bike. Er kümmert sich dann schon drum. Ich komm gleich und beschütze dich. Du darfst nämlich nicht sterben. Ich habe schon so viele Gang-Kollegen verloren, das ist nicht gut. Oh, shit. Komm schon. Ja, spring halt runter, Mann. Ich glaube, die ganzen Bikes passen da nicht drauf. Was bist du? Du bist bloß ein Schüler, okay. Ich schieße jetzt einfach mal auch auf die Gefahr hin, dass das vielleicht ein Kollege von mir war. Da. Wie viel diese Pisser aushalten, Mann, das gibt's ja nicht. Scheiße. Ah, scheiß drauf. Einfach das Bike nehmen und weg. Ja, steig doch, Johnny. Johnny, mach kein Bullshit jetzt, Alter. Steig einfach auf. Wow, das war zu gefährlich. Ich bin gleich... Ja, das war... Ich dachte mir schon. Nee, das überlebe ich nicht. Ja, fuck, Alter. Scheiße, ja. Die halten echt viel aus, die Gegner. Und das ist ziemlich nervig, ja. Ja, ich bin wieder im Krankenhaus. Und so scheiße. Alles kacke. Hol dein fucking Handy raus und nochmal spielen. Mann. Gibt's ja nicht. Ich schaff keine Mission mehr beim ersten Mal. Das ist unfassbar. Mach schon. Komm. Hoi. Ja, ich weiß. Ich bin gespannt, ob die Motorräder überhaupt alle drauf passen, Freund der Nacht. Ich glaube nämlich nicht. Fuck yeah! Hey, die scheiß Motorräder fallen alle um. Ruft Terry oder Clay zur Verstärkung an. Ja, mache ich gleich. Ich kümmere mich gleich drum. Ich lasse einfach die Scheiße erstmal so stehen. Terry oder Clay. Moment. Menü. Telefonbuch. Terry. Hilfe. Hilfe, Terry, Hilfe! Oh mein Gott. You could save me and Jim's hides from some angry deadbeats. We need your help. Now, you know, only a chapter head like Billy can ask for that kind of help. So don't go telling him we're coming to you. Terry and Clay are coming down, Jim. Ja, sehr gut. Da hupt irgendjemand ziemlich schwul. Ah, was für ein schöner Headshot hier von mir. So, wir gehen jetzt hier auf Nummer sicher und töten erstmal alle, bevor wir da uns irgendwie auf die Motorräder zu bewegen. Das gibt's doch nicht. Das war ein eindeutiger Headshot, Mann. So, die Verstärkung ist angeblich da. Ist das nicht hier der Tankdeckel? Fliegt der nicht mehr in die Luft, oder was? Wow, das hat wehgetan, scheiße. Au. Die Pisser wollen einfach nicht verrecken. Das ist echt schlimm. Oh, oh, das fliegt in die Luft. Weh, das Motorrad geht drauf. Ich sag's euch. Scheiße. Schöne Explosion, aber trotzdem brennt das Motorrad. Scheiße. Oh, scheiße. Ich glaube, das wird wieder hier ein schöner Fail. Oder hat das Motorrad überlebt? Ich weiß es jetzt nicht. Es ist noch nicht explodiert, also. Nee, es hat überlebt. Sehr gut. Hier ist noch irgendwo einer. Da hinten ist immer noch einer. Ah, oh, tötet den mal. Ich park dabei mal das Bike hier. Dann dürften wir das eigentlich haben. Soweit. Ja, das sieht doch schön ordentlich aus. Kann man sie hier noch verkaufen, die Maschinen, wenn ich die so schön stapel hier. Muss echt ich den jetzt noch töten hier, oder was? Junge, Junge, Junge. So. Vorletzte Bike. Schaffen wir auch noch auf dem Lastwagen. Überfahren noch ein paar Leichen, weil wir es können. Jo, danke, Leute.
das sieht aus auf dem Truck, Mann. Ich würde die Bikes nicht mehr kaufen, wenn ich das sehen würde, wie die transportiert werden. Naja, gut. Achso, das letzte Bike muss ich gar nicht mehr mitnehmen. Okay, ist egal. Dann hauen wir mal ab. Sehr schön. So muss das. Ja, steig doch bitte ein, Johnny. Dankeschön. So, erstmal umdrehen. Oh. Ich glaube, es kann wahrscheinlich auch passieren, dass die Bikes runterfallen. Nein, ich glaube nicht. Das ist sehr gut. Hey, die verfolgen uns. Sehr schön. Gefällt mir. Noch ein bisschen Action zum Abschluss. So, Jim, du kannst jetzt mal beweisen, dass du ein echter Schwarzer bist und kannst mal einen super Drive-By machen und hier die Leute hinter uns abknallen. Die schießen auf uns, dammit. Wie wär's, wenn du, Pisser, irgendwas machst? Vielleicht einfach bloß zurückschießen? Nur zurückschießen. Es ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Scheiße. Jetzt kannst du aber schießen. Vorwärts kannst du doch wohl schießen, oder? Ja, geht doch. Sehr gut. Ja, nach hinten kann er nicht schießen, warum auch immer. Weil er zu faul ist, irgendwie rauszugucken oder so. Weiß kein Mensch so genau. Verpiss dich von der Straße, du hässlicher Biker. Ich bin falsch gefahren. Ich bin fucking falsch gefahren. Kacke hier. Ja, schrei doch nicht so rum, du Mädchen. Eieiei. Aber die verfolgen uns auch nicht mehr. Kein Problem. War ein bisschen zu viel gedriftet hier. Hey. Fahr doch, Mensch. So. Da sind wir auch schon. Muss ich jetzt echt noch die Scheißdinger runterholen vom Truck, oder was? Muss ich denn alles selber machen? Nein, zum Glück nicht. These bikes are ours, officer. Nobody's gonna be reporting these bikes stolen, so give us a break. Oh, looks like these mopes have outsmarted us, don't it? Unbelievable. These inbred biker rednecks get smarter every year. Your parents must have been fucking brilliant siblings. Yeah, funny. Think you're smart? How smart are you gonna feel when we drag your old lady downtown, turn the cameras off, and interrogate her real hard? Man, I bet she'll love it. Yeah. She'll be begging us for another fucking interrogation in no fucking time. Oh! Oh, we've been watching the Angels of Death shit, birds. That's right, we saw the whole thing, you fucking jerk-offs. Case closed. And now you're gonna fucking pay us, just like your daddy paid your mama for sex. Skank bitch wouldn't even give her own brother a freebie. Yeah. Yeah, think of a number, assholes. And it better be a big one. While you're at it, we're gonna be watching. So you better behave yourselves, boys. Ha! Watch it there, Slim. Assholes. Fucking cocksuckers! Fucking pricks like those are what made me join the Lost in the first place! I'm gonna go back to the clubhouse. See who's around. Later, man. Later. Ja, super. Und die Bullen haben wir auch schon wieder im Arsch. War ja klar. Naja. Kann man wohl nichts machen. So, wir haben ein bisschen Kohle verdient. $1000 oder so. Und ein Daumen hoch von Jim. Jim, gefällt das. Na, super. Ah, da lacht das Herz. Ja, schon. Dann war's das wieder von mir für dieses Video. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.